Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fashion Dreamer. So, die Madame möchte ein Outfit zu dem Oberteil. Ja. Dann kriegt sie erstmal eine Brille. Ich würde hier tatsächlich vorschlagen, dass hier man eher so sagt, okay, man geht auf weniger ist mehr. Nee, den und dann eingesteckt. Obwohl ich das auch wieder ganz cool finde. So, dann die Schuhe. Das auch schwarz? Chesterfield-Mantel. Die Frage ist, ist immer so ein Mantel eigentlich wichtig? Eigentlich nicht, ne? Ich würde das halt einfach so lassen. Man muss ja auch nicht immer einen Mantel anziehen. Das ist genau das Outfit, das ich mir vorgestellt habe. Meine Probleme sind für heute gelöst. Was kriege ich? Oh, ganz viele Erfahrungspunkte und Bingo-Tickets und Kreativschlüssel. Gardi. Was geht ab? Ich will noch mal ein bisschen rumluckern. Irgendjemand vielleicht so, der mir was schenken möchte. So von den NPCs. Nee, ich habe ich noch nie angezogen. Wie geht es dir so? Hi. Verwendet die Sweatshirt-Kategorie und sieht dynamisch aus. Es ist nicht nur Mode. Ich komme auch mit den neuesten Trends in Serien und Mangas nicht mehr mit. Da bin ich ratlos. Okay. Sweatshirts. Habe ich aber nicht. Hi. Hi. Ach, du wolltest weiß und einen Einteiler. Ich habe aber keine Einteiler. Ich fui deibel. Was willst du? Schwarz, High Heels. Klar, ich mach dir einen Hingucker. Wieso kann ich das denn jetzt nicht filtern hier? Ach, hier kann ich das nicht filtern. Oh mein Gott, ich will das haben. Aber okay. So, das geht schon mal nicht. Aber hier sind die High Heels. Also ich hätte sie jetzt unter High Heels gesetzt. Aber wird wahrscheinlich nie so funktionieren. Zählen hier als High Heels? Nee, Schnürstiefel. Ich finde das schon einzigartig mit den mit den Dingern da drauf. Was wollte ich noch? Lieblinge, das nicht. Strümpfe, haben wir irgendwie Strümpfe? Eine Strumpfhose, das ist schon mal wichtig. Kleiderschrank. Alice im Wunderland lässt grüßen. Tatsächlich würde ich das so lassen, ne? Weil ich auch nichts anderes habe. Aber
ne, dadurch, durch die Hasenohren, ich sag's euch, das hat, das war einzigartig. Die Hasenohren haben's gemacht, ich sag's euch. Schwarz gestreift. Wie geht's? Ihr und eure Einteiler, was ist nur los mit euch? Artikelwunsch. Was soll ich sagen? Ich bin eine Nachtschwärmerin. Die Nacht ist einfach meine Zeit. Ich glaube, ich habe gar keine Rücke. Doch, ich habe den Eindruck. Dass man aber nicht so richtig variieren kann, was man hier möchte, ne? Das holt sie einfach nur Röcke. Nee, nicht die, nicht die. So schrecklich aus. Habe ich keinen anderen Rock? Den hier? Nee, du bist ein Short. Das sieht alles nicht gut aus. Ach, was soll's. Den Gucker. Oh, und natürlich nimmt es auch, ne? Nachteule Luna. Einfach nur, weil ich einen Rock habe. Hey, das Outfit hat mich ein bisschen aufgeweckt. Ich fühle mich, als könnte ich alles Mögliche erledigen. Aber weißt du, dieses Farbkonzept ist großartig. Es hat mich ein bisschen aufgeweckt. Und wieder Bingo-Ticket. Du bist irgendwie niedlich. Ich mag deine Mütze. Hier, Prinz Sneakers. Ich hätte ganz gerne die Mütze. Ja, warum? Ich guck mir, das fällt mir gerade erst jetzt auf, ne? Ich guck mir viel zu selten die Outfits von den Leuten an. Ja, deins brauche ich mir nicht angucken. Tatschen. Vielleicht haben die ja so irgendwas, wo ich sage, ey, das ist voll cool. Nur nichts, wo ich gesagt habe, ey, das will ich unbedingt haben. Das ist halt nicht so mein Stil. Das ist dieses April Bourbon, ne? Aus den Style Boutique Teilen. So, mit dir können wir mal reden. Ach, was soll's? Dann nehmen wir doch mal einfach alle. Was ist los? ...1032 Follower. Voll krass. Ina hatte ich im Showroom besucht. Ja, danke. Aber kaufen die denn auch, oder? Nee, hier haben wir nur zwei. Nee, da steht jetzt schon, dass ich Silber bin. Aber das Problem ist, obwohl, habe ich jetzt vielleicht... Kann ich
Kann ich das irgendwo sehen? Kann ich mir mal mein Profil angucken? Es kommen immer mehr Leute dazu. Ja, ihr folge ich ja. Achso, Spielermenü. Mein Profil. Markenbeliebtheit 225. Okay. 325. Ich würde der Marke auch ganz gerne so eine. Einfach meiner Marke auch einen Namen geben. Aber das geht irgendwie nicht so. Ich würde ganz gerne wissen, ob ich denn im Showroom noch ein bisschen Platz habe. Oder ob es irgendwas Neues gibt. Kann ich jetzt irgendwas Neues kaufen? Happy Present, ne? Ja, toll. Die Tapete gewählt, bin ich Mann. Retro-Beistelltisch. Ich bin noch echt unentschlossen, ne? Ich finde ja den ganz schön. Aber da brauche ich 112. Eine Markenstufe. Was hatte ich jetzt? Den Innenraum, ne? Nee. Lassen wir es bei dem. Was habe ich denn noch so? Finde ich jetzt nicht. Ja, das Ding ist ja wohl hässlich. Ach, die in Silber. Auswählen, entfernen. Was kann ich jetzt? Auslage. Ich hätte ganz gern nur meine. Okay. Das bleibt. Hier kann ich auch nur die drei. Ich überlege gerade. Typ B, 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 ne? Das ist jetzt. Okay, weiß oder Silber. Auslage. Meine Marke, genau. Wir können auch echt das Nonplusultra machen, aber ich möchte ganz gern lieber so meine. So. Habe ich noch irgendwas, wo ich sage, das kann man niemanden anziehen? Nee, ne? Alles andere finde ich gerade nicht so schön, beziehungsweise ich habe da nicht so. Das gefällt mir. Schön, sie trägt im Prinzip das gleiche wie ich, nur ohne. Nur ohne Mützchen. Ich trage kein Mützchen, aber ist auch nicht schlimm.
Ja. Will irgendwer? Nee. Ich gucke aber gerade. Das habe ich gerade gesehen, ne? Nicht, wenn man hier ist. Markenstufe 11 steht da. Oder die Waldfee. Das kann aber... Oh, das kann aber noch dauern, du. Machen wir mal Artikeldesigner und gucken, ob wir nicht bei den Einteilern... Einteilern ist für mich jetzt irgendwie so ein Kleid oder so ein Hosenanzug. Was habe ich denn hier neu? Ach, das. Unterteile? Kleidersets hier. Was ist das? Gepunktetes, gerafftes Kleid. Und das ist gerafftes mit Blumenkleid. Habe ich nicht irgendwie mal neue Farben gekriegt? Nee. Schade. Muss man nochmal versuchen, irgendwie neue Farben zu bekommen. Ich finde die ganz schön, aber ich brauche was Dunkleres. Um da besser zu starten. Irgendwie dunkles Grün. Ist ja eigentlich ganz cool, so ein schönes dunkles Grün. Aber kein Blau. Ich meine, das leuchtet schön, ne? Aber war nicht das, was ich mir erhofft habe. Hm. Kann man machen. Dann würde ich aber eher das hier machen, das knallt schöner. Denn lieber das, das knallt nämlich schön. Typ B. Die muss ich noch machen. Was habe ich denn hier an Oberteilen? Habe ich das schon mal gemacht? Glaub schon, ne? Aber ich brauche halt auch mal ein paar Männerklamotten, gebe ich zu. Einfarbiges Blumenhemd. Aber ich gebe zu, ich finde die Männerklamotten jetzt auch nicht so geil. Ich weiß nicht, was man an einer Villa da designen kann, aber okay. Genauso wie an den Ohrringen hier. Die sehen für mich einfarbig aus. So, die Lieblinge, dann gucken wir mal. Brille, zweifarbig. Ah, okay, ich verstehe schon. Der Gruß kannst du nicht, das sind zwei Farben. Da kannst du nicht viel von machen. Ich meine, jetzt habe ich noch den Hoodie davon. Ach, der Hoodie ist bestimmt für die Männer denn. Weil jetzt haben wir ja hier schon den Fronté-Pulli. Und wenn ich jetzt noch den Hoodie
Bestimmt für Mann, oder? Nee, Typ A. Du kommst weg. Dich nehme ich mit rein. Das sind zwei Farben. Ach ja, wieder wahrscheinlich vorne die Stecker und dann... Also was willst du denn da groß designen? Das ist ein bisschen Käse. Du kommst hier weg. Also ich habe noch ein bisschen was. Lederfalten Minirock. Ja, den gucken. Ja, toll. Auch wieder einzeln. Ich finde die Farbe schön. Obwohl, wie sieht die Farbe aus? Die leuchtet auch noch. Also meine Marke hoch zu pushen ist schon echt schwierig. Muss da ja richtig viel, ich weiß nicht, mein Markenwert muss hoch sein, ne? Markenstufe ist aber nicht gleich der Markenwert. Wo kann ich meinen Markenwert einsehen? Nur über das Profil. Über meine Dings. Markenstufe war jetzt 11, ne? Ey, die Bubble wird... Ich finde das aber eigentlich so mit dieser Bubble, die Darstellung, ziemlich cool. Markenbeliebtheit. Das wollte ich jetzt nicht. Karten. Wir wechseln mal wieder den Kokon. Vielleicht ist da ein bisschen mehr los. Ich sehe immer noch aus, als würde ich im Schlafanzug rumlaufen. Aber das genieße ich. Wie geht es dir so? Wer hat dich denn angezogen? Rot gemustert irgendwas in Schlicht. Hi. Hab halt kein richtiges Rot halt, ne? Wo bin ich jetzt hier lang gelaufen? Rosa. Wir gucken mal. Ich habe keinen Einteiler in Rosa. Weiß ich jetzt schon. Ist auch kein Einteiler in Rosa. Aber die alle ziehen alle so gefühlt so April Bonbon an. Das ist so für mich schwierig zu handeln. Wie geht's? Kann ich auch auf der anderen Seite runter? Nee. Ahaha, aber was wir machen können jetzt noch die letzten Minuten. Wir schauen uns jetzt einen zufälligen Showroom an und einen aus meiner Welt. Ich meine, den von Yadi kennen wir ja schon. Vielleicht finden wir hier ja irgendwie eine, coole Klamotten. Ei-Ei-Matrose. Okay. Aha, Aktion. Fixen Dings.
Fixen schön. Es ist schon ein schöner. Ne? Das hat ein Motto. Es hat ein Motto, der Showroom. Süßigkeiten. Und zufällig. Dim, 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 dim. Mhm. Okay, hier ist gerade nichts los. Hier sind keine Klamotten. Nichts, was ich mir angucken kann. Die Muse ist... Ach, Stufe 2. Okay. Hat erst angefangen, klar. Dann ist das natürlich so, ne? Also... Am Anfang ist immer... Ich meine, ich habe auch nicht sehr viel stehen. Bei mir ist auch Kauderwelsch. Hoppala. Komm hier nicht raus. Uhu. Da. Mütze. Ja, okay, nehme ich mit. Ein bisschen Vielfalt hier reinbringen. Du siehst ein bisschen aggressiv aus, mein Freund. Kann ich dir eventuell helfen, auch wenn ich ein bisschen Angst vor dir habe? Sieht einzigartig. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Typ, glaub mir. Klar, Sören. Einzigartig möchtest du aussehen. Ach, eine, die designt ist und eine, die nicht designt ist. Ich hab halt keine Männerklamotten. Ich habe auch keine Hose. Nehme ich lieber meine. Ey, durch die Einzigartigkeit dem hier, ne? Aber nee, da finde ich das mit dem Hütchen besser. Oder den hier. Ja, komm. Dieses Outfit ist einfach klasse. Du liegst nie daneben. Und diese Farben sind absolut irre. Ich melde mich wieder bei dir, glaub mir. Sören, du machst mich aber immer noch ein bisschen kirre hier. Habe ich ein bisschen Angst vor dir. Oh, schön. Hallo. Hi. Warte mal, mir gefällt das Jäckchen hier ganz gerne. Mit Bommel? Das sieht cool aus. Das in schwarz, transparente Bluse in schwarz, würde mega aussehen. Gibt's denn noch irgendwie? Nee, hier ist Feier. Wollte gerade sagen, regnet es? Grün. Machst du mir einen Hingucker? Ich habe leider nichts Grünes, fällt mir gerade auf. Naja, das hier ist grün. Nee, muss schon drin sein. Hm.
Ach, wieso wolltest du den grünen Mensch? Du brauchst noch Schuhe. Im Trend, es ist lässig. Und ein stylisches Konzept. Ich habe endlich mal wieder ein paar mehr Farben hier. Sehr gut. Und nochmal eine neue Farbpalette freigeschaltet. Eigentlich, ich finde das Kleid voll gut. Wie sehe ich damit aus? Nee. Neonfarben. Hingucker, Romperrock. Es ist echt schwer, eine Wortkette aus Modewörtern zu bilden. Ja, ich habe da was für dich. Aber es ist nicht Neonfarben, ne? Nee. Aber eigentlich... Oh, ich hätte keins, davon keins ausgewählt. Darum kenne ich ihre Bezeichnung nicht. Dann gucke ich mal nach. Oh, und ich liebe diese dieses Farbkonzept. Ich frage mich, ob es einen Namen hat. Mist, ich wollte jetzt das Kleid haben von ihr. Schade. Jetzt habe ich mich um ein Kleid gebracht. Hi. Hi. Ich habe aber nicht hier Dingens, ne? Nee, ich habe nicht genug Gacha-Ticket. Schade. Gut, ich hätte ganz gern wieder meinen anderen Kokon. Irgendjemand mit einem Ausrufezeichen auf der Birne? Ja, du. Ich was? Sonne unten. Danke für die vielen Hingucker. Ich fühle mich jedes Mal positiver, wenn ich mit dir rede. Deshalb möchte ich dir das hier zeigen. Ich möchte das Glück teilen, das du mir geschenkt hast. Was kriege ich? Ah. Oh, wenigstens nur Lippenstiftfarbe. Was ist denn das? Hattest du das Outfit nicht schon mal an? Hallo. Naja, gut, ich stelle mich jetzt mal zu dem hier. Wie geht's? Gut, ich finde, wir passen sehr gut zusammen. Gucken noch mal, was da im EVE-Net los ist. 1051! Ey, fast haben wir YouTube überholt, wollte ich mal erwähnt haben. Auf YouTube habe ich gerade 1095, also nicht mehr viel, und ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal überholt. Sehr gut. Was ist denn da jetzt schon wieder noch los? Hingucker-Info. Nee, gib es nicht. Na gut. Ach, Markstufe 12. Aber ich weiß immer noch nicht meinen Markenwert. Ist das... Ist das die Markenbeliebtheit? Nee, das kann nicht sein. Irgendwer Neues dazugekommen? Nee. Aha.
Guck mal, die haben sich auch für die, der hat sich auch für die Katze entschieden. Markenbeliebtheit. Ich meine, bis du denn auf 120 oder 180 bist, dauert das ja ewig. Bis du da was freischalten kannst. Aber okay, wie gut. Wie geht es dir? Gut, und dir? Gut, ich sage aber auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.